Tag und herzlich willkommen zu meinem Fazit zu Cyberpunk 2077. Das Allerwichtigste vorweg, das ist ein Meinungsvideo, kein komplettes Review. Das ist zum einen wichtig und zum anderen ist das ganze Ding natürlich komplett Story-Spoiler-frei. Ich zeige natürlich ein bisschen Gameplay, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie für die Story relevant wäre. Warum es kein vollständiges Review ist, ist, weil das Spiel einfach so massiv und riesengroß ist, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich nicht wirklich alles reinnehmen kann, was irgendwie relevant ist. Ich werde auch nicht alle Punkte ansprechen, die euch wahrscheinlich aufgefallen sind und auch wahrscheinlich nicht mal alles, was mir aufgefallen ist. Es ist einfach viel zu umfangreich, es gibt viel zu viel dazu zu sagen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach eine Meinung dazu zu machen, wie meine mittlerweile über 60 Stunden Spielzeit in Cyberpunk ausgesehen haben, wie ich mich dabei gefühlt habe, was mir gefällt, was mir nicht gut gefällt und wenn ihr noch Punkte anzusprechen habt, die ich in diesem Video nicht anspreche, dann haut sie mir am besten direkt in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch so gut wie möglich zu erklären, warum ich zu der Meinung gekommen bin, damit ihr dann auch wisst, ob ihr das vielleicht genauso seht, falls ihr euch immer noch unklar seid, ob ihr das Spiel kaufen sollt oder nicht. Wichtig ist auch, ich habe nur die PC-Version gespielt. Ich habe weder die Konsolenversion gesehen noch angezockt, also kann ich im Endeffekt auch nur was über die PC-Version sagen. Im Hintergrund-Gameplay mache ich keine Missionen oder sowas, sondern will einfach nur die Stadtatmosphäre einfangen, beziehungsweise die Map. Und das Ganze dann auf Ultra-Grafik. Sobald das eigentliche Video losgeht, lasse ich auch die Facecam weg, damit ihr wirklich die Bilder auf euch wirken lassen könnt. Denn ich finde, Cyberpunk ist wirklich eines der am besten aussehenden Spiele der letzten Jahre. Und da will ich jetzt wirklich nichts vom Bild verdecken. Ich hatte fast 200 Clips gespeichert in meinen Streams aus Cyberpunk, die ich eigentlich benutzen wollte. Leider hat es mir irgendwie mit dem letzten Treiber-Update meinen Nvidia zerwichst. Und dementsprechend kann ich meine ganzen Shadowplay-Clips aus den Sessions vergessen. Ich nehme trotzdem ein paar, insbesondere um Bugs oder Glitches zu zeigen, die aufgetaucht sind. Da müsst ihr dann damit leben, dass die halt jetzt wahrscheinlich mit 20 bis 30 Frames teilweise nur laufen. Ich weiß, das sieht nicht schön aus, aber was anderes habe ich in dem Moment halt einfach nicht mehr. Die Clips sehen vielleicht aus, als würde das Game ruckeln. Das Spiel selbst lief aber flüssig. Wer bei den Streams dabei war, der hat das auch gesehen. Wenn ihr wissen wollt, auf was für eine Maschine ich gezockt habe, steht wie immer unter dem Video. Und ein letztes noch. Ich gehe hier nur auf das Spiel an sich ein. Das heißt, das Spielerlebnis und wie ich es wahrgenommen habe. Der ganze verkackte PS4-Release und alles, was um dieses ganze Konsolendrama und die ganze Problematik noch drumherum zu sagen ist, das würde ich, wenn überhaupt, dann nochmal in einem anderen Video machen. Und jetzt habe ich euch genug zugetextet. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Fazit. Vielen Dank fürs Zugucken und vielen Dank für mittlerweile über 32.000 Subscriber auf YouTube. Film ab. Als allererstes möchte ich was zur Performance sagen. Da ich eine RTX-Grafikkarte benutze, habe ich persönlich DLSS genutzt, um die Grafik möglichst gut bei möglichst guten Frames zu genießen. Die Einstellung von DLSS hatte ich auf Qualität und damit lief es überwiegend flüssig. Für den Stream war die Grafik auf Max, das hat man an den Kämpfen dann auch gemerkt, die fühlten sich dann nicht so gut an. Wenn man allerdings ein paar Settings abschaltet, dann fühlte sich das Kämpfen auch deutlich besser an. Zum Kämpfen im Detail komme ich aber später noch. Wie gesagt, hatte ich das Glück, mit einer Nvidia-Karte zu spielen, damit kann man aus Cyberpunk wirklich das volle Potenzial rausholen. Die bessere Grafik eben inklusive auch brauchbarer Performance. Ohne DLSS wäre es bei mir auf Max-Grafik mit ca. 45 Frames gelaufen. Das ist aber auch ein absoluter Next-Gen-Titel, der aktuelle PCs halt auch immer noch voll ausreizt. Bedeutet, da ist auch noch viel Luft nach oben. Und ich muss sagen, RTX ist im Stream einfach ein Must-Have gewesen. Da habe ich auch die schlechtere Performance in Kauf genommen, zugunsten dieser unglaublichen Grafikpracht. Denn für den Stream und auch fürs Gameplay im Hintergrund muss die Immersion einfach voll da sein und da darf einfach nichts runtergeschraubt werden. Zu dem Faktor Immersion komme ich auch später im Video nochmal. Es sind ja auch jede Menge dumme Fehler im Spiel. Einer davon war besonders gravierend, wenn ein Spielstand über 8 Megabyte groß wurde. Und ja, Megabyte, nicht Gigabyte. Die meisten wissen vielleicht nicht mal, was Megabyte noch sind. Ab 8 Megabyte wurde der Spielstand unbrauchbar. Das heißt, man konnte ihn nicht mehr benutzen. Das wurde jetzt mittlerweile zum Glück gefixt, ist aber auch so ein dummer Fehler, der einfach nicht passieren darf. Ein Open-World-Game, das dich animiert, alles zu versuchen, scheitert ausgerechnet an der Speichergrößengrenze der Save-Games. Da kann man jetzt auch einfach mal facepalmen. Kommen wir zu den Bugs und Glitches. Und davon gibt es in Cyberpunk wirklich eine Menge. Die meisten davon, wenn nicht sogar fast alle, sind für mich persönlich absolut nicht game-breaking gewesen. Es gab ein paar Situationen, da konnte ich tatsächlich meine Aufgabe nicht beenden, weil ein Bug da war. Dann musste ich nochmal neu laden. Eine einzige Aufgabe konnte ich nicht beenden. Abgesehen davon konnte ich einfach ein etwas älteres Savegame laden, was dann halt ein paar Minuten älter war und dann einfach nochmal machen und dann hat doch alles wieder funktioniert. Das ist natürlich nicht optimal, aber bei einem Open-World-Game dieser Größenordnung und mit dieser Komplexität, da rechne ich auch mal damit, dass mal ein Glitch oder Bug auftauchen kann. Ich sehe jetzt schon die Kommentare quasi buchstäblich wieder vor mir. Der Mecker-Eddie, der jeden Fitzel in anderen Spielen bemängelt, feiert dieses verbuggte Game. Was für ein Heuchler.
Es gibt aber halt ein paar gravierende Unterschiede und ich bin seit jeher jemand, der durchaus mit Bugs und Glitches an sich kein Problem hat, wenn das Spiel dafür auch irgendwas Besonderes bietet, das diese Bugs zumindest ein bisschen rechtfertigt oder aufwiegt. Zum einen ist das hier kein Multiplayer-PvP-Game. Bei Multiplayer-PvP-Games verstehe ich absolut keinen Spaß. Da geht's um Balance und Fairness. Ein PvP-Game muss perfekt funktionieren, um halt eben so fair wie möglich zu sein. Man will halt eben gegen andere Spieler nicht verrecken, nur weil das Spiel nicht funktioniert hat. Cyberpunk ist ein reines Storygame. Wenn hier irgendwas nicht funktioniert, dann lade ich den alten Spielstand, der eine Minute alt ist, und es ist wieder alles okay. Das geht natürlich bei Call of Duty nicht, wenn ich online bin und wegen irgendwelchem Unsinn sterbe. Vom Unterschied in der Komplexität dieser beiden Games mal ganz abgesehen. Außerdem ist für mich immer relevant, was bekomme ich zurück, wenn ich mit Bugs und Glitches lebe? Im Falle von Cyberpunk bekomme ich etwas Einzigartiges zurück. Etwas, das einen nicht optimalen Zustand durchaus rechtfertigt. Avengers zum Beispiel war auch total buggy, hat aber für mich absolut keinen Spielspaß, keine Tiefe oder Motivation geboten. Und auch nicht wirklich was Besonderes oder Neues, abseits von der Marvel-Lizenz. Apropos, mein Review zu Avengers gehört zu meinen persönlichen Lieblingsvideos von 2020, die ich auf meinem Kanal gebracht habe. Wenn ihr wollt, seht es euch an. Vielleicht wisst ihr dann auch, warum ich dort keine Bugs akzeptiere, hier aber schon. Cyberpunk schafft etwas Außergewöhnliches und wenn man von den Bugs absieht, ist es halt trotzdem immer noch ein fantastisches Spiel. Egal ob man es mag oder nicht, etwas in der Form und in dem Ausmaß und in dieser Pracht gab es bisher noch nicht. Das ist im Grunde dasselbe wie bei Skyrim. Skyrim war seinerzeit auch voraus und hat auch Unglaubliches geboten. Dafür musste man dann aber mit den Bugs und Glitches leben. Das ist nicht schön, aber es tut dem Spiel halt trotzdem auch keinen Abbruch. Das Erlebnis sucht trotzdem absolut seinesgleichen. Das sind Mammutprojekte und die sind im Grunde genommen den technischen Möglichkeiten von heute schon um ein paar Jahre voraus. Wer also hier ein perfektes Spiel erwartet, der sollte definitiv eher noch warten, bis die Technik für solche Games wirklich komplett ausgereift ist. Zumal das Spiel auch immer noch mit Rücksicht auf Konsolen programmiert wurde. Manche Leute haben gesagt, ja, aber warum läuft auf Konsolen dann Red Dead Redemption 2 zum Beispiel total gut und sieht klasse aus? Und ich finde, solche Vergleiche sind total unverhältnismäßig. Die Red Dead Redemption Map sieht ja komplett anders aus. Das meiste davon ist Landschaft, Wüste, kleinere Städte und auch deutlich weniger NPCs. Und es gibt etliche andere Unterschiede, mal von dem ganzen Grafikspektakel, Lichtreflexionen, Leucht- und Neonreklamen, Raumschiffen in Anführungszeichen, die durch die Gegend fliegen, Autos, die durch die Gegend fahren ohne Ende. Und der wichtigste Punkt ist, in First Person durch eine Stadt zu gehen, ist immer was anderes als Third Person. Eine First Person Stadt glaubwürdig zu machen, muss viel größer sein. Das Gefühl, wirklich in einer großen Stadt zu sein, wirst du in Red Dead Redemption einfach niemals bekommen. Weil selbst wenn du in First Person bist, A, gibt es nicht diese Megastädte und B, hast du dort nicht irgendwelche massiven Wolkenkratzer, die nach Future Stuff aussehen. Es ist halt Wilder Westen. Man kann es halt einfach nicht vergleichen. Das Gefühl, in einer wirklich zukünftigen, riesigen Stadt rumzurennen, hat bisher kein einziges Spiel so hinbekommen wie Cyberpunk 2077. Und das trotz der Bugs und Glitches. Aber nichtsdestotrotz, und auch weil es witzig ist, habe ich ein paar Clips für euch, um euch zu zeigen, was mir so teilweise im Spiel passiert ist, auch um das Video natürlich ein bisschen aufzulockern. Erinnerung, die Clips sind leider nicht in 60 Frames gespeichert worden, da der letzte Grafiktreiber mein Shadowplay eben zerwichst hat, aber ich hoffe, sie gefallen euch trotzdem. Dude, du pisst jetzt aber hier nicht die ganze Zeit hin, oder? Warum pisst er in einer Tour? Leckt er gerade seine Pisse auf? Das ist definitiv ein Bug, Alter. Was läuft so? Was läuft, Alter? Dein scheiß Pieper anläuft, Alter. Was ist los mit dir? Dude, du stehst halt echt direkt neben meiner Karre. Ja, sorry, Bruder, aber ganz ehrlich. Was ein Otto. Wieso schleppe ich jetzt das Verkaufssymbol mit mir rum auf der Minimap? What the fuck? Ja, Bugs. Paar Bugs. Hin und wieder. Wow! What the fuck? Warum? Was mit meinem Auto? Holy shit! Warum eben war es noch in Ordnung? Hier ist immer noch. Lass ihn nicht stören mit dem. Digga, wollt ihr mich jetzt hier komplett fahren? Wow! Das sieht ja anders, aber wenn du den Kopf hier erst erreißt, ist der so gut wie tot. Oh,
wie geil. Oh, haut ihr mal einen rein, Junge. Ihr habt das auch gesehen, oder? Das war nicht meine Fantasie. So, hier machen wir unser Auto rufen. Gut, dass ich mein Auto gerufen habe. Yes, sir. Very nice. Gut, dann rufe ich halt mein anderes Auto. Das Leben geht in der Stadt ab. Was zur Hölle? Diese Physik-Glitches halt. Das ist einfach nur geil, ey. Ist mein Auto jetzt da hinten gespawnt oder was? Im Haus. Das meine ich, Alter. Sowas darf natürlich nicht passieren, aber es ist halt einfach trotzdem fucking witzig, Alter. Da kommt's. Total zerledert. Ja! Ja, nee, danke. Heute nicht. Also ehrlich nicht. E-Autos setzen sich nicht durch. Nee, warum auch, Alter? Ist ja genauso ein unsinniger Müll und Energieverschwendung. Nur halt eben anders. Jo, alles klar, Alter. Fliegende Autos setzen sich durch. Was ist hier los, Alter? Wer fließt sich von der Straße? Ui. So geil. Es regnet halt einfach Autos, Alter. Einfach so. Das ist halt Cyberpunk, Alter. Ach. Geht's Ihnen gut, Sir? Hallo? Nein, mir geht's nicht gut. Nein, 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 nein. Hallo? Nein, 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 nein. Was hat er? Lol. Er hat halt einfach eine Hantel. Digga, können wir das bitte nochmal kurz sehen? Okay, nevermind. Es lohnt überhaupt nicht, den Scheiß einzusammeln. Ich mach's trotzdem immer und immer wieder. Ich häng fest. Lol. Hallo. Okay, ja. Nicer Glitch. Was war das denn, Alter? Sorry. Sie kippt einfach um. Wie sie einfach rumgekippt ist, Alter. Schon wieder ordentlich was. Der Trauma-Team ist immer so aggro. What the fuck? Alter, sie haben sich direkt verpisst. Direkt in eine andere Dimension gewarpt, Alter. Was ist denn hier bitte gerade passiert? Kommen wir nun zum eigentlichen Gameplay. Dort fange ich an mit dem Inventar und den Menüs. Die sind meiner Meinung nach eine absolute Vollkatastrophe. Das Menü ist total unübersichtlich, ein Item-Management ist quasi nicht vorhanden. Man kann es benutzen, ohne Frage. Aber man hätte es viel intuitiver, viel übersichtlicher und viel besser machen können. Zumal ein Inventarsystem ist jetzt nichts, was man jetzt neu erfinden muss. Da nimmt man einfach irgendwas von einem anderen Spiel, das das richtig gemacht hat und kopiert es einfach. Man kann es ja auch future-mäßig aussehen lassen. Aber das hier wirkt halt einfach nicht zu Ende gedacht. Cyberpunk hat so viel Liebe zum Detail in die Stadt und die Geschichte gesteckt, das merkt man im Inventarsystem halt absolut gar nicht. Alles, was an Liebe an der einen Stelle investiert wurde, wurde im Inventar gefühlt komplett weggelassen. Gerade wenn man länger unterwegs war, macht es überhaupt keinen Spaß, das Inventar hinterher durchzusortieren. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist das eigentliche Kämpfen. Das Spiel spielt sich soweit gut, aber der Shooter-Part zum Beispiel spielt sich nicht so wirklich wie ein ausgereifter Shooter. Die Melee-Waffen spielen sich auch nicht wie so ein ausgereiftes Nahkampf-Game. Natürlich ist es ja auch in erster Linie ein Rollenspiel und auch da fühle ich mich sehr an Skyrim erinnert, da fand ich das Kämpfen jetzt auch nicht so den Hammer. Es ist mehr der Fokus auf den Geschichten, auf dem Erleben der Geschichten, deswegen sind auch mögliche Sidequests und eigentlich fast alles, was man macht, mit irgendeinem Sinn belegt. Es wird dir alles irgendwie erklärt, warum du das machst, hängt überall eine Geschichte dran, sehr viel Liebe zum Detail, aber das eigentliche Kämpfen ist jetzt nicht so spektakulär. Kämpfen im Nahkampf zum Beispiel kann super schnell unübersichtlich werden, manchmal trifft man überhaupt nicht den Gegner, den man treffen will oder glitscht halt irgendwie an der Seite vorbei, das fühlt sich einfach nicht so richtig knackig an. Das kann natürlich noch werden, aber
aber zumindest aktuell ist es immer noch nicht so wirklich geil. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wenn man ein gewisses Level erreicht hat, so gut wie alles nur noch im Easy-Mode ist. Selbst auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad ist zum Beispiel als Netrunner zu spielen das Gefühl, als wärst du quasi Gott. Und bestimmte Waffenspecs lassen dich gefühlt im Easy-Mode auch alles one-shotten. Das ist jetzt soweit erstmal okay, aber dann müsste es halt einen noch schwereren Modus geben oder ein Spiel Plus oder irgendwas, wo man halt dann wieder schwerere Gegner bekommt, die das Ganze wieder ein bisschen spannender machen. Ab einem gewissen Level fand ich das Spiel selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad halt einfach nur noch easy. Das war jetzt natürlich eine ganze Menge negative Dinge. Ich liebe Cyberpunk aber trotzdem. Und das liegt in allererster Linie an der Immersion, der Grafik und der Story. Und darauf gehen wir jetzt ein. Das Gefühl, in einer lebendigen Stadt zu sein, einer wirklich massiv riesigen Stadt, ist einfach meisterlich umgesetzt. Und ja, die Glitches zerstören das Feeling vielleicht für einen Moment, aber das Spiel ist so genial umgesetzt, dass man es 3 Sekunden später sofort wieder vergessen hat und sich sofort wieder zu Hause fühlt. Ich bin auch überzeugt, dass das Spiel die volle Dröhnung wirklich nur mit RTX bietet. Es sind zwar nur Details, die einem nicht direkt auffallen, aber sie fallen dir auf, wenn sie fehlen. Wenn sie fehlen, sieht es wie ein Computerspiel aus. Sind die Details da, wirkt es wie eine echte Welt. Das Spiel sieht nicht nur gut aus, es sieht fantastisch aus. Ja, wie kann man, also sorry, Freunde, Alter, wie kann man das nicht zumindest mal sich angucken und sagen, doch, Respekt an die, die das kreiert haben hier. Wie kann irgendwer behaupten, die Grafik ist nicht gut? Du kannst quasi in jeder Sekunde den Fotomodus anmachen und dir ein Wallpaper erstellen, das aussieht wie eine vorgerenderte Szene. Außerdem ist die Story wirklich großartig umgesetzt. Wie gesagt, ich will da nicht drauf eingehen wegen der Spoiler, aber ich muss sagen, ich habe mich selten so sehr mal wieder in einen Charakter reinversetzen können, wie in den Hauptprotagonisten V. Die Dinge, die er oder sie erlebt, packen dich einfach. Man muss die Gespräche auch führen. Man muss sich überlegen, was möchte ich wissen, was will ich den Gegenüber fragen und die Informationen auch aufnehmen und speichern. Sobald man das erstmal akzeptiert hat, dass man hier ein Storygame spielt und ein Rollenspiel, dann schafft Cyberpunk es unglaublich gut, dich in seine Welt zu ziehen. Mehr noch, regelrecht zu fühlen, wie es dem Charakter geht. Der Begriff Rollenspiel ist in den letzten Jahren ja ein bisschen verkommen. Viele assoziieren damit wahrscheinlich diesen RPG-Elementanteil, der in jedem Spiel mittlerweile drin ist. Also das Leveln, Skills verteilen und so weiter. Oder verwechselt es dann gegebenenfalls noch mit dem Genre Action-RPG. Das Action-RPG heißt ja aber nicht so, weil Arnold Schwarzenegger mitspielt, sondern weil es Rollenspiel mit Fokus auf Action und Kämpfe sind. Regelrechte Rollenspiele setzen eher auf Charaktere, Lore und interessante Geschichten. Dazu kommt die für mich absolut perfekte Vertonung auf Deutsch. Ich weiß, es waren noch ein paar YouTuber und Streamer dabei, aber ich persönlich hatte das Gefühl, ich höre nur professionelle Sprecher. Es wurde hier wirklich nicht am falschen Ende gespart. Selbst kleinere Rollen in der Story wurden immer von guten Sprechern besetzt und die meisten davon kennt man auch. Man hat so viele bekannte Stimmen gehört, selbst wenn man die Leute danach nie wieder gehört hat. Das finde ich zum Beispiel ist großartig. Wenn man hier am falschen Ende spart, zerstört es halt diese schöne Immersion sofort wieder. Das haben sie hier, finde ich, einfach perfekt umgesetzt. Außerdem sind die Gesichtsanimationen wirklich unfassbar detailliert. Man kann seinem Gesprächspartner die Stimmung buchstäblich am Gesicht ablesen, bevor sie was sagen. Die Charaktere sind unfassbar glaubwürdig. Dazu diese riesige, ebenfalls glaubwürdige Stadt. Dass man mit seinem Charakter nur in First Person spielt, abgesehen vom Autofahren. Da kann man auch Third Person spielen, aber ansonsten ist man immer im Charakter. Das alles zusammen ergibt halt ein unglaublich gutes Paket und eine unglaublich spannende Reise in diese Welt. Meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Wir kennen uns zwar nicht, aber mach ich. Auch sowas hier, weißt du, das ist so Kleinigkeit, aber er packt die Kiste in den Kofferraum. Sie packt die Knarre in den Kofferraum. Sie macht den Kofferraum zu. Ist nicht einfach nur bub, klapp, batz rein. Das sind Kleinigkeiten, aber das sorgt für Glaubwürdigkeit und Immersion. Man hat wirklich das Gefühl, man ist mit der Alten hier gerade unterwegs. Ich persönlich fand die Hauptstory mega gut. Ich finde auch die ganzen Nebenstories gut. Die ganzen Aufgaben, die ganzen Leute, die man trifft, die interessanten Gespräche, die man führt. Ich persönlich habe das komplett gefeiert. Wie gesagt, ich will hier nicht ins Detail gehen, weil im Grunde könnte alles als Spoiler gewertet werden. Ich kann nur sagen, am Ende ist es Geschmackssache. Mir hat es bombastisch gefallen und ich habe unglaublichen Spaß gehabt, die vielen verschiedenen Stories zu erleben, die man in Cyberpunk erleben kann. Mehr werde ich an der Stelle nicht sagen. Das ist, wie gesagt, am Ende Geschmackssache. Mich hat's begeistert. Außerdem muss ich sagen, habe ich den Humor sehr gefeiert. Es ist ein ziemlich erwachsenes Spiel und das spiegelt sich allein schon in der Werbung wieder, die unter anderem auch eine kleine Anspielung bietet auf ein anderes CD Projekt Red Game, wenn ihr versteht, was ich meine.
Milfgard. Digga, beste Hunde vor der Werbung aller Zeiten, Mann. Allerbeste Hunde vor der Werbung ever. Einfach gut. Und genau weil das alles so unglaublich gut funktioniert, kann ich mit den Fehlern, die das Spiel hat, absolut leben. Nachdem ich mit der Story durch war, habe ich mir sofort überlegt, wie kann ich meinen Charakter noch verändern. Außerdem habe ich einen zweiten Charakter angespielt, den ich übrigens komplett auf meinem Zweitkanal durchspiele. Auf Casual Eddie ist auch rechts verlinkt, wenn ihr wollt. Der erste Stream war schon da, den könnt ihr euch angucken und da werde ich demnächst dann nochmal weiterspielen mit meinem Zweitcharakter. Ich würde später gerne noch auf ein oder zwei Details eingehen, die für einige vielleicht als kleiner Spoiler gelten könnten. Deswegen setze ich sie dann halt ans Ende des Videos. Und ich warne euch auch nochmal vor, bevor ich darauf eingehe. Jetzt kommen wir erstmal zum Umfang des Spiels. Ich muss sagen, Cyberpunk ist wirklich ein riesiges Spiel. Die Stadt ist groß, aber vor allen Dingen halt auch vollgepackt mit Dingen, die man tun kann. Die Map an sich ist auch nochmal groß, das heißt außerhalb von dem eigentlichen Stadtgebiet. Da gibt es auch noch Areale, wo es auch Stories, Charaktere, kleine Siedlungen und sonstiges gibt. Allein die Hauptstory dauert schon ziemlich lange. Doch auch abseits der Hauptstory kann man etliche Nebenmissionen machen. Und das ist nicht nur dieses typische Open-World-Zeug im Sinne von, ja, nimm mal hier 50 Türme ein oder sammel 200 mal das ein. Die Nebenmissionen sind alle kurze Stories. Man lernt neue Charaktere kennen, die man in der Hauptstory vielleicht nicht unbedingt kennt. Einiges ist damit auch verknüpft, je nachdem, wie man sich entscheidet. Im Grunde kann man auch einfach durch die Stadt streifen und sich komplett treiben lassen. Wobei ich auch glaube, dass man sehr lange damit beschäftigt sein wird, dieses Spiel auf 100% zu spielen. Dadurch, dass die Entscheidungen die Story beeinflussen und man sich natürlich auch die unterschiedlichen Pfade und unterschiedlichen Dialoge angucken will, lohnt es sich, das Game nochmal durchzuspielen. Wie sehr sich die eigentlichen Enden und Stories unterscheiden, kann ich allerdings nicht sagen, weil wie gesagt, der zweite Playthrough ist ja noch relativ frisch. Da habe ich jetzt quasi nur durch den Prolog gespielt, der übrigens an sich schon 6 Stunden dauert, also nur das Intro dauert schon 6 Stunden. Sehr gut finde ich auch, dass es einfach absolut überhaupt keinen Shop gibt. Ein Singleplayer in 2020 ist leider nicht mehr Standard, dass man nicht noch extra Geld ausgeben muss. Ein Add-on bzw. DLC wäre für mich allerdings völlig okay, natürlich je nach Preis und Umfang. Bei Singleplayer-Games finde ich, ist ein Add-on-System völlig in Ordnung. In Multiplayer-Games wird es allerdings zum Problem, da es dadurch zu unfairen Vorteilen kommen kann oder die Community gespalten wird. Dazu habe ich mich aber in anderen Videos ja schon mehr als genug geäußert. Das ist also mein grundsätzlicher Eindruck zum Spiel. Man muss sich drauf einlassen können, man muss Bock auf sowas haben und man muss vor allen Dingen auch wissen, dass man hier wirklich ein Story-Game, etwas wie einen virtuellen Film spielt. Es ist eine Achterbahnfahrt zum Mitspielen und Selbstentscheiden. Und ich persönlich werde es sicherlich noch öfter durchspielen. Cyberpunk hat an vielen Ecken und Enden Baustellen. Und ich werde sicherlich in anderen Videos auch auf die noch eingehen. Aber eins kann man Cyberpunk nicht vorwerfen: kein geniales Spiel zu sein. Cyberpunk ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk mit vielen Makeln. Aber trotz dieser Makel konnte ich das Spiel wirklich fast zu 100% komplett genießen und es ist mir nicht eine Sekunde langweilig geworden und es war auch kein Moment da, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Cyberpunk hat mich komplett gefesselt von der ersten bis zur letzten Sekunde und ich war selbst im Abspann nur noch davon gehypt, wie krass ich dieses Spiel fand. Und ich habe absolut nicht zu den Leuten gehört, die vor Release so overhyped waren. Wer mit diesen ganzen Problemen leben kann und wer ein Story-Game erleben möchte und nicht unbedingt den Fokus auf Kämpfen oder ähnliches legt, der, finde ich, kann sich Cyberpunk auf jeden Fall angucken. Allerdings, wie gesagt, nur auf dem PC. Ich denke, die Konsolenversion, entweder brauchst du noch Patches, die alten Konsolen wahrscheinlich überhaupt nicht, aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Vielen Dank, dass ihr das Video komplett geguckt habt. Diese Videos sind immer unglaublich viel Arbeit, von daher dürft ihr es natürlich gerne auch teilen und ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick gewähren, wie mir persönlich Cyberpunk gefallen hat. Und jetzt würde ich gerne noch auf diesen kleinen Spoiler eingehen. Das Problem mit Cyberpunk ist, dass in der Story jede Menge solcher coole Momente passieren, die ich jetzt aber nicht erzählen möchte, weil das sind dann wirklich harte Spoiler. Das hier ist halt einfach nur eine bestimmte Situation, die passiert ist, die ziemlich gut erklärt, wie Cyberpunk teilweise arbeitet und einen so ein bisschen, ja, Psychospielchen mit einem treibt. Ich gehe nur auf eine bestimmte Situation ein, keinen direkten Story-Spoiler oder auch die Zusammenhänge nicht. Aber falls sowas für dich schon als Spoiler gilt, dann würde ich dir empfehlen, das Video jetzt auszuschalten. Vergiss nicht, das Ding noch zu bewerten, wenn du möchtest und lass mir gerne noch einen Kommentar da. Und wenn du mit der Story durch bist, kannst du es dir ja immer noch angucken. Du bist also noch da? Gut. Genau wegen solcher Ideen, wie ich sie jetzt beschreibe, finde ich, ist Cyberpunk als Storygame so unglaublich gut und deswegen fühlt man sich so gut in den Charakter versetzt.
Ich wurde in meinem Pfad irgendwann in eine Forschungseinrichtung gebracht. Dort wacht man auf und keiner beantwortet einem wirklich irgendwelche Fragen. Das Bild ist total verfärbt, das hat alles so einen lila Stich, als wäre so ein Farbfilter drauf. Dann kommt so eine Dame rein, die offensichtlich irgendwie eine Doktorin ist und macht jeden Tag immer wieder die gleichen fucking Tests mit dir. Sie stellt immer dieselben Fragen und fordert von dir immer dieselben Aktionen und Aufgaben. Das wiederholt sich über mehrere Tage. Natürlich mit einem kleinen Zeitraffer dazwischen, also man hängt nicht tagelang in der Story, aber man wacht halt jeden Tag wieder auf und es geht wieder von vorne los. Und das Ganze immer mit dieser bedrückenden Farbe auf den Augen. Nicht nur, dass das nervt, dass man immer wieder das Gleiche machen muss, man ist ja im Charakter, man fühlt sich regelrecht ein bisschen krank durch diesen Farbfilter. Genau das, was das Game dir auch suggerieren will. Diese Kälte, die du spürst, diese Ungewissheit, diese Unsicherheit, die du spürst. Und dadurch, dass die Tante auch irgendwann richtig anfängt zu nerven, fängt natürlich auch der Charakter an, das rauszulassen. Die Stimmung des Charakters wird gereizter, also passend zur eigenen. Der Sprecher von V wird aggressiver und gereizter. Und man fühlt es halt richtig mit. Man denkt sich richtig so, was soll der Scheiß hier? Lass mich hier raus. Und als es dann endlich soweit ist und die letzten Tests durchgeführt sind, wachst du auf und du hast wieder die komplette Farbe im Bild. Es kommen keine quälenden Fragen mehr, kein ewig gleicher Tagesablauf und man kann wieder richtig sehen. Und der Moment, in dem das passiert, lässt dich genau das fühlen, was sie dich in dieser Situation fühlen lassen wollen. Erleichterung, Befreiung, dass man durch ist. Und genau deswegen habe ich Cyberpunk so gefeiert, weil solche Momente bringen dich echt ins Spiel und lassen dich das Spiel wirklich erleben. Und solche Erlebnisse aus Cyberpunk machen es für mich zu einem besonders guten Spiel. Danke nochmal fürs Komplettgucken. Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2021. Ich bin der Kugelmagnet. Und man kann mich sogar abonnieren. Tschüss.